Mein Tag hat damit angefangen, dass ich beim Rumblödeln mit meinem Hund umgefallen bin. Anschließend wollte ich mit Erbi noch die Frustrationstoleranz bei Jagdreizen trainieren, dafür habe ich lebendige Tiere gesucht. Diese drei Tauben hier schienen mir dafür als super geeignet, die hatten aber andere Pläne und sind im Gleichschritt von dann gezogen. Ich dachte mir, als Alternative übe ich mit den Menschen ignorieren und ja, das hat gut funktioniert. Wusstet ihr eigentlich, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn Hunde den größten Teil des Tages am Schlafen sind? Falls nicht, dann wisst ihr es jetzt. Anschließend habe ich mir Essen zubereitet. Achtung, Trommelwirbel, ich werde diesen Pfannkuchen wenden. Hey, das hat geklappt. Essen hat übrigens lecker geschmeckt, auch wenn ich dabei meine halbe Küche eingesaut habe. An der Stelle eine kleine private Geschichte. Das war vor 6 Wochen. Ich weiß, mein Rücken sieht aus wie Slimeock des Pokémon. Und das hier war am Wochenende, also 6 Wochen später. Ich habe in der Zeit 6 Kilo abgenommen, bin viel definierter, fühle mich viel wohler und bin einfach happy, dass ich eine Diät gemacht habe. Wenn ihr wissen wollt, wie ich so abgenommen habe, dann checkt mir den Link in meiner Video ab.